Hey ho Leute, willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Splatoon Story Modus. Wundert euch nicht, falls heute meine Skillstärken, die sowieso nie vorhanden sind, noch schlechter ausfallen. Nur ich habe in letzter Zeit eine stressige Zeit und es ist auch sehr knapp, das hier aufzunehmen. Ich komme gerade von der Hausaufgabe und wenn ich das hier aufgenommen habe, werde ich lernen, wobei es schon nach 21 Uhr ist und morgen ist Schule und ja, die Musik hier klingt gerade ein bisschen komisch, egal. Also ich nehme jetzt einfach hier auf und ja, bin gerade in letzter Zeit nicht so der glücklichste Mensch auf der Welt, aber egal. Hauptsache es kann ein Video kommen, hoffe ich mal, wenn ich denn auch dann morgen Zeit finde, das zu schneiden. Komme ich denn da nach hinten? Achso, ich muss mich auf diese Streichbürste draufstellen. Ja. Gut. Ich werde wahrscheinlich in der Folge auch ein bisschen stiller sein. Weil, also ich möchte halt nicht unbedingt sagen, ich bin schlecht motiviert aufzunehmen. Ich habe schon Bock. Nur halt, die Schule kann einen echt alles vermiesen und ja, egal, ich will jetzt hier nicht den Depressiven spielen, also vergesst das, was ich hier sage. Oh Gott! Oh, als ob das die Schriftrolle war. Wie leicht. Und warum ist hier eine Sprungplattform? Man kann ja auch einfach zurück, wenn man die Streichbürste benutzt. Und hier löscht die Streichbürste das sogar wieder weg. Kann man hier auf der Seite sich vielleicht irgendwie so... Ja, man könnte auch hier auf der Seite so hochschwimmen. Oder man hängt sich so an diese Bürste dran und wartet die ganze Zeit so. Kann man doch hier rauf? Nö. Man hängt hier so und lässt sich nach oben transportieren. Oder man macht es einfach auf die schnelle Art, wie ein ganz normaler Mensch. Kann ich hier entlang laufen? Bitte. Bitte kann ich das. Ja, oh mein Gott. Yay. Ihr wisst es, Leute, sowas macht mich glücklich. Ich bin sofort nicht mehr depressiv. Hier kann man sich als Tintenfisch wärmen. Gut, egal. Wie hier überall so Schienen sind, das ist richtig cool. Wenn das so eine Achterbahn wäre im echten Leben, das wäre voll cool. So in so eine... Nintendo will ja eh solche Nintendo Parks machen. Dann müsste man das irgendwie so als Achterbahn machen. Das wäre doch mega geil. Halt dein Maul, du bringst mich nicht um. Ich bin heute ein bisschen eingeschränkt mit meiner Bewegungssteuerung, weil heute hängt das Kabel irgendwie behindert so herum und ich habe nicht so viele Bewegungsfreiheiten. Hier hätte man auch die Schriftrolle irgendwie so verstecken können. Autsch. Ja, hier war jetzt gerade ein Cut. Bei mir ist ein neuer Tag angebrochen, weil ich konnte gestern nicht mehr weiter aufnehmen, weil... mein Vater dachte, er muss mich stören und ja. Heute geht es mir jetzt zumindest hier beim Video ein bisschen besser, wenn man jetzt nochmal das Thema anspricht, worum ich am Anfang vom Video gesprochen habe. Und ich fühle mich ein bisschen gefährdet von denen hier. Die können so weit schießen. Was fällt euch eigentlich ein? Oh, die muss man sogar alle umbringen. Okay. Auf jeden Fall, ja, ich habe zwar heute wieder einen behinderten Tag gehabt, aber... jetzt kann ich darüber lachen. Aber ja, okay. Jetzt spiele ich halt noch dieses Level hier weiter und weiß nicht, worüber ich reden soll. Eine positive Sache. Oh, das ist eh fast schon das Level gewesen. Und diese Pferde. Was, warum? Das ist krank, dieser Dekorationsstil. Und hier kommen, glaube ich, Oktolinge, oder? Ja. Ach, wieder so ein starker. Hallo. Alter, er verreckt nicht. Oh mein Gott. Da kommt noch einer. Was? Ich habe ihn jetzt absichtlich mit der Bombe getötet, weil die habe ich ja am Anfang von dem Video geupgradet. Und ich hole mir den Schlüssel jetzt nicht. Ich will ja alles einsammeln. Ach ja, was ich sagen wollte, eine positive Sache gibt es daran, dass ich nicht so schlecht gelaunt bin. Oh, hier ist sogar noch eine Spezialattacke. Ey, Insta-Bombenhagel gibt es hier auch im Story-Modus. Oh, ich dachte, es gibt hier nur Zünder und Kugelschild. Habe ich voll vergessen. Auf jeden Fall, was ich die ganze Zeit sagen wollte, eine positive Sache daran, dass ich schlecht gelaunt bin, ist, dass ich ein Gesprächsthema habe.
Aber das habe ich ja jetzt abgeschlossen und jetzt weiß ich nicht mehr, worüber ich reden soll. Na, oh ja, doch. Dieses Video lade ich von mir aus gesehen morgen hoch, also am 3.3. Und da kommt ja die Switch raus. Aber darüber rede ich gleich. Erstmal das durchlesen. Täglich Schlussverkauf im... Warum solche Wörter? Ich weiß nicht mal, wie man das ausspricht. Boiler Bazaar. Hä? Was ist das für ein Wort? Nur die beste Mode zu den besten Preisen. Wer sich... Leute, ich werde es nie hinkriegen. Wer sich hier nicht blicken lässt, braucht sich nirgends mehr blicken lassen. Ahahaha. Wie lustig. Die meinen wohl, wenn man sich da nicht gut genug einkleidet, dann soll man sich erst gar nicht mehr wo blicken lassen. Und das war jetzt welches Level? 18, haben wir 19 schon gefunden? Nö, wir haben erst die Level gefunden, die wir in der Welt schon gespielt haben, und Level 20. Level 20 ist das hier, aber wir wollen Level 19. Das könnte hier sein. Nö, hier ist nichts. Wo könnte es denn sein? Hä, seht ihr das? Ist da oben noch was? Kann man da noch rauf? Ja, das sieht halt echt so... Ja, doch, da kann man doch rauf. Wenn man hier unten ist, doch... Das, da kann ich mich erinnern. Genau, ich sehe es. Ich habe es gesehen. Ich muss da nochmal irgendwie runter. Okay, die Welt ist eigentlich ziemlich kompliziert. Fällt mir gerade auf. So, also hier runter. Dann hier rüber. Da seht ihr da drüben. Das habe ich noch nicht aktiviert. Da muss ich... Oh Gott. Da muss ich aber zuerst hier drauf. Dann hier. Und dann hier rauf. Und das habe ich gemeint. Dieses... Ja, lol. Wie man hier rauf kann. Nur durch Springen. Habt ihr das gesehen? Wenn ich da so springe, dann geht da so... Dann schießt da so ein Ding nach oben. Was ist das? Oh, ich glaube, da kann ich den ultimativen Jump machen. Alter. Oh. Ach so, nein, hier drunter. Ja, ich hatte hier recht. Hier ist wirklich was. Oh, 21. Das ist jetzt nicht wirklich das, was ich gesucht habe. Wo könnte denn noch ein Level sein? Eigentlich hätten sie hier so dahinter auch noch welche verstecken können, aber das weiß ich, hier ist keines. Oder vielleicht doch. Ich bin mir echt nicht sicher. Wahrscheinlich noch ein Level unten drunter. Ich mache jetzt wieder so einen skillhaften Sprung wie Yassi. Aber wo ist das Level? Oh, ja, wie kann man denn so blind sein? Wow. Ja, 19. Durchdrehende Plattformen. Diese Streichbürsten aus dem letzten Level waren, glaube ich, auch ein neues Element. Und hier sind es jetzt durchdrehende Plattformen. Ja, das ist auch neu. Ja, das könnte man dann in Splatoon 2 auch ganz nett einbauen. Das wäre sicher lustig. Es war ja schon revolutionär. Ja, habe ich das jetzt eventuell richtig ausgesprochen? Dass diese in dem Achobit V-Games. Ach Gott, ich habe den Namen vergessen. Ich bin mir gerade nicht sicher. Da gibt es ja diese Propeller-Aktivierungsplattformen. Das war ja revolutionär. So, jetzt habe ich's. Gut, kommen wir zu Switch. Mich würde es mal interessieren, wer sie von euch gleich zum Release bekommen hat, gekauft hat, wie auch immer. Wer sie jetzt schon hat, schreibt es mal in die Kommentare. Und dann alle anderen, ob ihr sie euch denn kauft oder ob ihr es lässt oder wann ihr euch sie kauft. Weil manche kaufen sich es vielleicht erst zu Splatoon 2. Das würde mich mal interessieren, wieso meine Zuschauer da so gehypt sind auf die Switch. Ich werde es mir noch irgendwann kaufen, nur ich weiß noch nicht wann. Weil Schule, viele Tests und so. Aber ich muss sie mir auf jeden Fall vor dem 24. glaube ich kaufen, weil am 24., 25. und 26. ist, glaube ich, ein Global Test Fire für Splatoon 2 und das muss ich ja unbedingt aufnehmen. Das kann ja so nicht sein, wenn ich das nicht aufnehme. Und ich hoffe, ich habe die Schriftrolle noch nicht verpasst. Man könnte hier auch so ein Loch reinmachen, so eine drehende Plattform. Dann hat man so eine drehende, viereckige Röhre. Das wäre auch für ein Online-Level cool.
Aber da hätte man halt auch die Schriftrolle drin verstecken können. Hier könnte... Nein, hier könnte sie nicht sein. Ich dachte, hier ist keine kein schiefer Boden, sondern hier springt man runter und dann könnte sie hier dahinter sein. Und du bedrohst mich, das geht aber gar nicht. Da kommt gleich der Nächste. Hallo. Ein Luftballon. Oh Gott. Weg. Oh, steckst du nicht wieder fest? Ich erlöse dich. Oh nein, wo ist die Schriftrolle? Wo ist die Schriftrolle? Hier, hinter dieser Wand könnte sie sein. Wenn man sich da umdreht. Das Level ist lustig. Ich mag das. Ich glaube, als ich das das erste Mal gespielt habe, habe ich das wirklich sehr gemocht. Ja, hier ist sie. Oh, ich dachte gerade schon, ich kann hier nicht mehr rein. Ich dachte, ich kann das nicht anfärben und bin jetzt vorbeigefallen. Könnte da nie wieder rauf, außer ich töte mich. Der chillt da unten einfach verkehrt herum. Ja, läuft bei dem. So, dann müssen wir doch hier rauf. Was nicht so gut funktioniert hat. Doch hier. So, dann müssen wir hier rauf. Erstmal alles anmalen. Sonst habe ich ein Problem. So, und dann hier rauf und so. Das ist so ein Level. Wenn man die Steuerung nicht gut kann, dann hätte man hier große Probleme. Und hier hinten dieser Metalltentakel, der sich dreht, das ist auch cool. Hier überall. Ja, also diese Hintergrunddesigns, die finde ich alle ziemlich kreativ und cool irgendwie. Vor allem vorhin auch diese Schienen und so, was ich eh erwähnt habe. Gewährt das große, wuschelige dem kleinen Gestreiften ein Zuhause oder steuert der kleine Gestreifte das große, wuschelige? Vermutlich ist es egal. Ja, da muss man an den Shopbesitzer denken. Das heißt, der Geschäftsführer ist eigentlich Nemo? Beziehungsweise Clownfish. Oder gestreiftes Wesen, wie auch immer hier gerade stand. Das kleine Gestreifte. Ja. Gut. Dann, was ist mit der Folge? Zwei Level haben wir gespielt. In einem war ich ziemlich depressiv und jetzt ging es eigentlich halbwegs wieder. Vergesst nicht in die Kommentare zu schreiben, wann ihr euch die Switch kauft und ob ihr sie schon habt und so. Würde mich halt wirklich interessieren. Ich sag das nicht einfach so wie jeder YouTuber irgendwie. Mich interessiert es halt wirklich. Okay, kommt damit klar. Ja, ciao. Und ja, sorry, dass ich so schlecht gelaunt war. Tut mir leid.